Willkommen, liebe Clasher, bei mir, Thorsten Ratoto, beim Clan. Ja, ihr werdet das gleich sehen. Ich bin heute mit dem Chief dabei und wir wollen heute endlich in die Champions League. Also ein bisschen, ich will auch mal ein bisschen so die Helden machen. Ich meine, man kann auch mit einem Helden ganz, ganz locker in die Champions League, keine Frage. Aber ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass man diese Animation mit dem Rührschüssel, mit den Rührschüssel, Schüssel, Schlüssel, also mit dem Löffeln hier, nur immer dann sieht, wenn hier das Labor beziehungsweise Spell Factory noch nicht fertig gebaut ist. Das heißt, sobald dieser Zauber hier fertig ist, hört die Animation hier unten auf und die nächsten Zauber, die hier hinten in der Pipe sind, wir können den mal eben abbrechen. Dann hört diese Animation nämlich auf und wenn ich jetzt den nächsten mache, dann ist die Animation toll. Wieso ist sie denn jetzt schon wieder da? Okay, da habe ich mich wohl vertan. Also die Animation hört auf, ich weiß es jetzt, ich habe es nämlich probiert. Die Animation hört auf, wenn dieses Lager jetzt auch voll ist und ich dann aber nochmal einen Zauber wegnehme und dann nochmal nachbraue, dann ist die Animation nicht mehr da. Müsst ihr mal drauf achten, ist mir heute einfach mal so aufgefallen, weil ich gedacht habe, komisch, ich mache eigentlich einen Zauber. Also ich habe alles voll, lösche ein, mache ein und ich habe diese Animation nicht. Also die hat man wirklich nur, wenn man aktuell braut. Aber wir wollen natürlich nicht das Zauberbrauen heute uns angucken, sondern wir wollen sehen, dass wir hier so ein bisschen Richtung Champion kommen. Wir müssen 113 Pokis machen. Ich denke mal, das kriegen wir auch irgendwie hin. Schauen wir mal, wie uns das mit dem hier gelingt. Also ich denke, dass ich nicht jeden Angriff hier aufnehme. Ich denke, jeder zweite ist ganz nett. Aber ihr seht mal, ich habe eine ganz, ganz andere Armee mal am Start. Habe ich noch nie so genutzt. Habe ich natürlich auch irgendwo gesehen. Die hat auch so einen ganz, ganz komischen Namen. The Falcon, glaube ich, oder so. Ich muss das manchmal belächeln. Irgendeiner schmeißt ja was raus. So irgendwie ein Begriff. Und dann ist es das. Ja, dann wird das einfach so genannt. Und so ist das, glaube ich, auch hier mit der Armee. Ich meine, Armee ist natürlich ist noch ein bisschen mau eigentlich für so eine Taktik hier. Aber mal gucken, ob wir da nicht irgendeinen Gegner mit so ein paar vielen Pokalen hier, dass wir wenigstens schon mal über die 3100 wieder sind, finden. Jo, hier haben wir einen gefunden, wo garantiert meine Walküren rumlaufen können. Also gucken wir mal, ob wir diesen hier mitnehmen können. Wir starten. Jetzt muss ich mal genau checken, wie wir starten. Wir starten hier mit einem Queen Walk. Ich weiß, meine Queen ist nicht die tollste. Hier müssen wir ein bisschen funneln. Und wir funneln relativ weit. So, jetzt muss ich mich kurz mal ein bisschen konzentrieren, Leute. Und dann muss ich nämlich gleich mal gucken, wo ich hier am sinnvollsten... ja, danke. Danke auch. Vielen Dank. So, dann kann das hier, glaube ich, jetzt reingehen mit den Jungs hier und den Mädels. So, dann können die hier mal durch. Und ich denke mal, hier springen wir. Ich weiß gar nicht, was habe ich... Oh, ich habe Hox in der Kleinburg, okay. Ich habe Hox in der Kleinburg. Ja, meine Walküren sind natürlich erst auf Level 2. Ich könnte jetzt auch mal einen Tränk nehmen, aber ich denke mal, das brauche ich nicht. Wir wollen ja ein bisschen... Wir wollen in jedem Fall das Dunkle. Wir wollen in jedem Fall gewinnen. Und mal sehen, wie viele Sterne wir mit dieser Kombi holen. Auch gar nicht mal so übel. Gar nicht mal so übel. Greife ich das wirklich das erste Mal mit an. Habe ich noch nicht gemacht. Und sieht aber aktuell, glaube ich, ganz gut aus. Hier können wir mal einen Lakaien setzen. Denn da haben wir nur noch einen Bombenturm da hinten. Und oh, der King geht hier richtig durch. Und die Walküren sind immer noch dabei. Also ich würde sagen, das ist eine Max-Out-Base hier. Und dann mit zweier Walküren hier durch die... Boah! Yeah. Yes! Alter! Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Die habe ich noch nie so benutzt. Mann! 33 Pokis, ey! Wow! Alter! Ja, Donnerwetter. Müssen wir eigentlich packen. Wir müssen jetzt nur so ein bisschen schneller sein, glaube ich. Obwohl eine Minute... Und 22 rasieren die hier unten immer noch. Jo, und die bleiben sogar über. Also, wirklich nicht schlecht. Donnerwetter. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich meine, die haben jetzt ein bisschen was an Dunklen gekostet. Aber in so einer Push-Phase ist natürlich top hier. Also wirklich die Max-Out-Base. Okay, ich sag's öfter mal, der hatte keine Clan-Truppen. Und jetzt die Helden waren ja so ein bisschen so auf meinem Niveau. Aber ich musste nicht mal meine Queen zünden. Boah, das hat... Also, perfekt. Folge fängt super an.
Okay, die ist ein bisschen knackiger hier, aber der erste Kampf jetzt eben mit dem Valkyner war wirklich göttlich. Und diesen nehmen wir einfach mal mit. Ich will ein bisschen Pokale haben. Ich wiederhole mich auch tausendmal. Ich will Pokale haben, ja. Pokis, Pokis, Pokis. Und deswegen funneln wir hier. Wir kommen mal der Queen so ein bisschen entgegen. Ich muss mal gerade gucken, wie ich am sinnvollsten jetzt funnel. Ich glaube, wir fangen mal hier mit dem Babydrachen an und hier. Ihr seht das, ich habe die Babydrachen auch auf 2 gebracht. War mir ganz wichtig, vor allen Dingen für diese Taktik hier mit den Pekka, also mit dem Pekka Walk. Da muss ich hier so einen großzügigen Funnel haben. Und deswegen gehen wir hier jetzt auch rein. Ja, der Funnel ist nicht ganz so gut, aber mal gucken. Okay, die Päcker gehen eigentlich schon mal einen ganz guten Weg. Die Päcker gehen schon mal einen ganz guten Weg. Ich mache jetzt auch noch nichts kaputt. Ich komme nämlich jetzt erst mit den Rest hier rein. Und, oh, der hat Clanburg. Die muss ich vergiften. Die muss ich in jedem Fall vergiften. Und ihr seht, was ich hier jetzt noch so im Gepäck habe, aber ich lasse die jetzt erstmal hier so ein bisschen weitergehen, die Päcker. Bringe die jetzt noch mal richtig hart hier in Wut und komme hier jetzt mit meiner Clanburg rein. So, Clanburg hier und hier gesetzt. Der X-Bogen da ist schön abgelenkt, das sieht man jetzt auch. Jetzt können meine Hawks hier gut durchtippeln. Mein Problem kommt dann erst weiter hinten. Es ist nämlich der gegnerische King, den müssen wir in jedem Fall machen. Oh, da haben wir. Ah, fast hätten wir hier unsere Hockrider Queen vergessen, ja. Na, das sind so die großen Unterschiede. Jetzt habe ich mal die Queen mal vergessen, aber mal sehen, 2 Sterne müssten wir eigentlich packen. 2 Sterne müssten es werden. Da muss ich hier ein bisschen für Cleanup sorgen. Skelette haben wir noch nicht, aber ja, die Hawks kommen jetzt natürlich nicht durch, die sind jetzt ungeschützt. Ja, dafür fehlt mir einfach der Zauber und jetzt ist es ein bisschen unglücklich gerannt. Ich versuche mal die Päcker. Ah ne, die kriege ich. Okay. Die Päcker kriege ich nicht mehr nach innen oder diesen einen Päcker, dass der wenigstens innen bleibt. Also bleibe ich. Ich räume hier außen noch ein bisschen was ab und wir kriegen ja in jedem Fall ein paar Pokale. Was ja jetzt nicht so schlecht ist. Er kriegt auf jeden Fall schon mal ein 14-Stunden-Schild. Und ich lasse den Angriff, ja, 64. Ich lasse den Angriff jetzt für mich auslaufen. Mache auch schon mal die Aufnahme aus und, ah ne, mache ich nicht. Kommt, ich lasse euch das laufen. Ich lasse euch das laufen. Vielleicht ein paar Infos zum Community-Clan. Ja, ich fand es ganz niedlich, dass ihr geschrieben habt, ja, macht den mal am Dienstag und so. Leute, ich habe in dieser Woche Bereitschaft. Da kann ich mich gar nicht hinsetzen und mich um so einen Community-Clan kümmern. Danach haben wir erstmal nette Oster. Oder das Osterwochenende, da werde ich auch nicht keine 50 Mann begeistern können. Und deswegen, ja, das ist erstmal im Plan. Ja, das heißt nicht, Toto macht den 3 Tage später und haut dann in die Kacke mit seinem Community-Clan. So ist es leider nicht. So würde ich das gerne machen, das könnt ihr mir glauben. Das könnt ihr mir glauben, so würde ich es gerne machen. Aber es geht einfach nicht. Ihr habt es ja beim letzten Mal gemerkt, da habe ich den auch in der Woche gemacht, in so einer ganz normalen Arbeitswoche. Ja, was haben wir an Pokale mitgenommen? 15 Pokale, das ist in Ordnung. Haben wir eine ganz normale Arbeitswoche genutzt. Und da war ich dann auch eigentlich da so im Tag nicht so richtig aktiv. Das ist ein bisschen doof. Ich habe natürlich auch irgendwann mal jetzt eine Woche Urlaub vorm Urlaub. Und da werde ich den sicherlich machen. Ich werde mal weiter ausbilden. Ihr seht das hier. Ich bin im Boost. Und ich würde sagen, die trainieren wir ruhig nochmal nach. Den muss man natürlich mal wieder wegmachen. Ich trainiere die nochmal nach. Und ich denke, mit der anderen Armee, mit der ich eben schon mal 33 Pokale geholt habe, greifen wir nochmal an. Jetzt habe ich schon ein bisschen länger suchen müssen. Für jemanden, der jetzt auch mal richtig Pokale hat hier. Denn so 7, 8 Pokale, ja, das nützt mir jetzt nicht so wirklich was im Pushen. Und im Pushen, ja. Beim Pushen meine ich. Also beim Pokalpushen. Nicht in meinen Pushen. Ich komme schon aus dem Pushen. Wir starten hier mit unserem Queen Walk und eben, ja, ich denke mal, jetzt muss ich die gleich auch mal ragen, also in Rage bringen, denn so eine Neuner Queen, ja, die kann ja noch nicht so wirklich was ab. So, hier wird jetzt weiter gefunnelt und gucken wir mal, dann nehmen wir schon mal eine Valkyrie hier mit rein. Okay, wo springen wir dann eigentlich? Ich denke mal, da können wir gleich springen. Jetzt gucke ich mal, dass ich hier den King mit reinkriege. Ich hau hier die ganzen Walküren jetzt noch mit so ein bisschen in den Wutzauber. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eieiei, wo ist meine Queen? Wo ist meine Queen? Ei, shit. Zauber. Ich brauche Zauber. Oh nein, meine ganzen Wallis sterben da.
Meine ganzen Walküren sind da gestorben. Ja, die Ballons, okay. Okay, also Klamburg müssen wir in jedem Fall locken. Ah ja, der war nix. Ach, der war nix. Der war nix. Der war nix. Pokale verloren. 21, nee, 25 verloren. Super. 25 Pokale hier verloren. Und na, vielleicht ist doch noch was zu retten hier. Mal gucken, vielleicht ist doch noch was zu retten. Denn die Magier, oh, ich habe die Magier noch. Komm. Ein, drei. Ich glaube, es wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. 32%. Okay, 33. Haben wir noch die Fenster zu machen? Wir haben wir noch natürlich noch Heiler. Okay. Alle gestorben. Ich denke mal, das kann ich euch nicht aufnehmen. Okay. Also, Clanburg locken muss ich machen. Scheiße. Lechts. Oh, der hat einiges im Ausbau. Jo, aber 40 Pokale, Leute. 40 Pokis. Guckt euch an. 40 Pokis. Aber was haben wir gelernt? Toto, was hast du gelernt? Clanburg. Achte auf die Clanburg. Die Clanburg müssen wir irgendwie jetzt. Ja, die Clanburg müssen wir natürlich jetzt irgendwie bekommen. Ich starte hier jetzt mal mit dem Queen Walk. Und mal sehen, wo wir den Funnel ansetzen können. Ich glaube, wir können hier auch wieder den Funnel ansetzen. Ich gucke mal. Dann machen wir das hier schon mal so ein bisschen. So ein ganz kleines bisschen weg mit ein Magier, einer Walküre. Und damit uns die Queen nicht ganz abhaut, setzen wir hier auch noch eine Walküre. Und hier auch noch an dem Lager. So, jetzt sind wir ganz, ganz sicher, dass die Queen schon mal Richtung Clanburg geht. Und dann können wir gleich die ganzen Truppen hinterher spammen. Da hinten sind jetzt schon mal zwei Walküren. Die machen da den Weg schön frei. Jetzt ist eigentlich alles frei für den Gang Richtung Clanburg. Und ich bin jetzt echt mal gespannt, ob da was rauskommt. Ist das schon ein kleines Clanburg-Drama? Oh nein, so einer. Okay, so einer. Okay, da haben wir so einen. Dann unterstützen wir hier mal schon mal mit zwei Magiern. Oh, und das dauert jetzt natürlich. Okay, aber meine Walküren schnetzen hier, glaube ich, dann gleich relativ schnell durch. Hoffe ich zumindest mal. Müssen wir mal schauen. Und so, jetzt muss ich hier giften. Ich muss hier giften in jedem Fall, dass ich die Queen nicht verliere. Und wo setzen wir jetzt unseren Sprung hier an? Ich würde mal sagen, wir setzen den Sprung da an. So, wir setzen den Sprung hier einmal an. Und dann hoffe ich jetzt mal, dass die Walküren. Na, wo gehen sie hin? Ah, okay, die gehen dahin. Das ist nicht so schlimm. Und hier ziehen wir die Hawks mit rein. Und dann können wir die jetzt gleich. Ja, das ist gut so. Das ist gut so. Hier hauen wir mal den Wut rein, dass wir da noch ein bisschen an den Rand kommen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, die Masse geht hier mit rein. Und ein bisschen geht nach außen. Das ist aber nicht so schlimm. So ein bisschen schnitzt hier jetzt durch. Und sieht noch ganz gut aus. Außen sind natürlich jetzt noch ein paar tätig. Und ein paar am Werk. Die Queen in der Mitte muss erstmal weg. Und jetzt haben wir schon mal so ein bisschen was an Sternen geholt. Ja, 40 wären sicherlich nicht. Dafür sind die Walküren einfach zu schwach. Und meine Queen ist da noch am Start. Okay, dann holen wir uns hier schon mal so ein paar Außenprozente, glaube ich. Wo ist meine Queen? Okay, die wird jetzt. Ja, das wird die Queen auch nicht schaffen. Aber wir haben immerhin zwei Sterne geschafft. Und jetzt schauen wir mal, wenn ich jetzt hier mit dem Magier starte. Ah, okay. Jawohl. Oh, schade. Komm, halt den Magier, heilt den Magier. Ja, der Magier ist in Heilung, das ist ganz gut. Der ist erstmal abgelenkt da. Mal gucken, ob die beiden Heiler das schaffen. Ich meine, es sind Heiler Level 4. Und wir haben jetzt einen Magierturm und haben noch einen Bogenschützenturm. Gar nicht mal schlecht. Magier in Heilung. Kann man auch mal machen. Für die letzten Prozente. Die wir aber allerdings nicht mehr holen. Oh, 69. Wir kriegen es nicht ganz, aber 27 Pokale ist schon mal ein Wort. Okay, wir nehmen die Push-Truppe in jedem Fall nochmal und oh, mein Boost ist alle. Oh, mein Boost ist alle. Wie viele Items habe ich denn eigentlich noch? Ich habe noch 4 von 5. Aber ich glaube, ja, oh, super. Dann können wir doch noch einen Boost anstoßen. Gar keine Frage. Dann nehmen wir hier noch einen Boost. Und dann kann das hier in jedem Fall nochmal ein schönes Stündchen hier weitergehen. Ihr seht auch oben, oh, da sind wir im Clankrieg. Ihr seht auch oben, dass ich. Halt, ich muss erstmal die Armee bauen, dass ich ein kleines Schild habe. Das habe ich mir einfach gegönnt. Gerade jetzt hier so ein bisschen beim Pushen und beim Aufnehmen habe ich mir das einfach mal gegönnt, dass ich hier ein wenig Schild habe. Und
in dem Schild schön meinen Push veranstalten kann. Ich weiß nicht, wie ihr es macht, ob ihr dann immer am Tablet bleibt. Also so kann ich natürlich auch ganz entspannt mal kurz weggehen, solange wir die Armeen hier brauchen. Und dann, wenn ich dann wiederkomme, kann ich halt direkt angreifen. Also mir geht jetzt nicht so viel Boost verloren, aber ich muss halt nicht die ganze Zeit am Tablet, das Tablet womöglich auch noch bewegen, damit ich nicht offline gehe. Und nur damit ich hier nichts verliere, weil so eine richtige Wolke bzw. so eine richtige Loop gibt es hier unten natürlich nicht. Okay, nächster Gegner, nächstes Opfer oder auch nicht Opfer. Toto, achte auf die Clanburg. Und ihr seht das, 25 Pokale sind zu holen. Lot ist mir im Moment egal. Ich mache mich gleich sowieso ein bisschen unattraktiv, was den Lot angeht. Aber ich denke mal, so eine Base hier können wir ganz gut machen. Ist natürlich ein bisschen doof. Hier unten werde ich natürlich nicht reinkommen. Auch wenn ich müsste der Queen entgegenkommen. Ich weiß es. Oder komme ich doch der Queen entgegen? Ich meine, das will der Angreifer. Ja. Der Angreifer möchte ja, dass ich von da aus reingehe. Und ich würde einfach mal fast, wisst ihr was, wir tun ihm einfach mal den Gefallen und boxen jetzt auch sofort die Queen um. So, wir tun ihm einfach mal den Gefallen. Mal sehen, wo jetzt meine Mauerbrecher hingehen. Queen, King setzen wir auch hier rein und wir springen genau hier. Mal sehen, da sollen die springen. Hallo Golems, habt ihr es nicht mitgekriegt, dass ich da einen Sprung gesetzt habe? Okay, ihr seid noch ein bisschen da verbissen in der... Sie waren noch ein bisschen abgelenkt. Oh, da kriegen wir schon richtig viele Fallen. Dann haben wir die nämlich gleich schon ausgelöst. Das ist super. So, ich gehe jetzt hier auf der Seite, wo ja eigentlich der King ist, mit meinen Hockreitern rein. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund, denn der muss mir erstmal folgen jetzt. Der muss mir erstmal folgen hier. So, das sieht ganz gut aus. Und, hier ist jetzt Flächenschaden und ich denke mal, da ist auch noch eine Bombe. Ja, das ist ganz gut. So, einmal hier die Heilung voll in die Mitte. Und dann kann ich hier für Cleanup schon mal außen sorgen. Oh, da fliegen gerade mal so ein paar Hockrider weg. Der gegnerische King ist auf jeden Fall jetzt schon mal Geschichte. Das ist nicht schlecht. Und, ja, die Hocks, da sind sie noch ganz gut aktiv. Oh, Queen ist noch voll. Oh, meine Queen ist noch super voll. Da sind noch ein paar Hocks, okay. Jawohl, das sieht gut aus. Toto. Mann. Ja, die Farce mit der Clanburg, ich meine, der hatte jetzt keine. Aber das ist ja auch ein Phänomen. Den haben wir mal ganz gut hingelegt. Ich habe ja jetzt auch die Armee gewechselt. Habt ihr gesehen, war ein lupenreiner Gohock hier. Hab einfach mal einen Packer mit reingenommen und mir selber ein paar Hocks in die Clanburg gegeben. So, dann zünden wir die mal. Und werden das 25? Ja, der hat nichts außen. Das wären in jedem Fall 25 Pokale. Und mal sehen, ob es noch ein Angriff wird oder ob es noch zwei werden oder vier werden. Oh, ich bin nicht aufgeregt. Das ist die erste Base nach dem 25er. Das könnt ihr mir glauben. Das war der erste Klick hier. Ich kann sofort wieder auf Rekord gehen. Ist natürlich super. 31 Pokale, wenn ich diese Base ganz schaffe. Also wir müssen die Base, ich muss das so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wir müssen diese Base ganz schaffen. Und ihr seht es, ich habe etwas vergessen. Ich habe keine Clanburg dabei. Das ist richtig scheiße, weil ich jetzt einfach so auf Suchen gegangen bin. Und das war natürlich jetzt nicht so super effektiv. Aber es sieht, glaube ich, na komm, der Funnel muss mir in jedem Fall gut gelingen hier. Und dann kann ich die, ich glaube, na komm, das Lager sollte noch weggehen. Dann kann ich die hier in jedem Fall in Wut bringen und ziehe die jetzt hier rein. Die Valkyren, King, jawohl. Und hier sollt ihr bitte springen. Oh, ihr sollt nicht rauslaufen, hallo. Nicht rauslaufen. Okay, der hat aber schon mal eins nicht, nämlich keine Clanburg. Der hat da nur eine Queen. Die matchen wir hier eben mal um. Ja, wir werden die Base nicht ganz schaffen. Wir werden die Base natürlich nicht ganz schaffen, gar keine Frage. Ist aber nicht so schlimm, sind ein paar Pokale und ich denke mal, eine gar nicht mal so leichte oder starke Base, keine Ahnung. Gehen die jetzt nochmal in die Mitte hier rein? Jawohl, die gehen nochmal in die Mitte rein. Und den Verlauf musste ich mir jetzt gerade mal ein bisschen angucken, weil die haben ja hier gut durchgeheilt, die Heiler. Ne? Die Heiler haben echt super durchgeheilt. King ist noch am Start. Oh, wir haben gar nicht mehr so viel Defense. Und dann nehmen wir mal hier einen Lakaien. Da gehen meine Valkyren noch, okay. Hier nehmen wir auch einen Lakaien. Oh, jetzt die Bombe. Ach ja, aua, aua, aua. Die tat weh.
und eine Walküre und und der, nee, es sind zwei Walküren. Ah, es sind zwei Walküren, aber hier ist nicht, hier lauert natürlich noch eine Bombe. Okay, dann lassen wir mal mit den King die restlichen Truppen hier jetzt laufen. Der kann ruhig noch ein bisschen tanken. Wir haben keinen Heiler mehr. Queen kriegt noch auch voll die dicke Bombe da ab. Ah, schade. Schade, das sind ein wenig zu viele Defense-Gebäude, glaube ich, noch, oder? Oder? Oh, das sind noch drei. Ach, noch eine Bombe. Oh, nö. Mensch, muss der mich jetzt noch so mit Bomben hier verödeln? Mein Mann, Mann, Mann. Okay, Magierturm geht jetzt leider darauf. Der Flächenschaden. Oh, es wird ganz, ganz knapp. Es wird ganz, ganz knapp. Ich meine, das wären jetzt 31 Pokis gewesen. Aber wir haben jetzt nichts mehr außer die Queen. Bogenschützenturm und Kanone werden natürlich der Queen jetzt den Rest geben. Schade. Schade auch, aber ich denke mal, doch noch relativ gute Pokale hier mitgenommen. Also müssen wir doch noch einen Angriff machen. Und den machen wir natürlich diesmal mit Klamburg, denn die 31, die hätten gereicht. Ich hatte 169, die hätten gereicht. Jetzt brauche ich noch 10 Pokale, okay. Den nächsten Gegner hauen wir weg. Okay, 2000 Gems, ich komme. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir uns jetzt die 2000 endlich abholen. Ist auf jeden Fall eine Geschichte, die sich in jedem Fall lohnt. Also einmal durch Kristallliga, Meisterliga und auch einmal in die Champions League. Ich denke mal, so ab Rathaus 6, 7 ist das locker drin. Bei mir dauert es halt extrem lange, weil ich die Accounts hier halt nicht so super oft bespiele und mir immer mal wieder so wie jetzt mal so ein Stündchen oder zwei Zeit nehme, um da mal richtig ein bisschen was zu pushen. Und deswegen dauert das halt so lange, aber wie heißt es immer, gut Ding braucht Weile und gut Ding braucht so eine Base. Ich glaube, die Base, so eine ganz ähnliche, hatte ich früher mal als R9er und die habe ich immer gedreiert. Ich weiß aber nicht, ob mir das heute noch gelingt. Aber 29 Pokale, ich denke mal, wenn wir das Rathaus irgendwie das Rathaus erreichen, dann kriegen wir die 10 Pokale hier in jedem Fall rein. Toto denkt an die Clanburg. Ja, ich denke an die Clanburg. So, zweimal den Golem hier rausgezogen. Jetzt müssen die schon mal alle so ein bisschen feuern. Mauerbrecher sind, ich meine, welche Mauer machen die jetzt auf? Ja, da machen die jetzt so eine doofe Mauer auf. Ich setze den Sprung hier mal rein, in der Hoffnung, dass er jetzt gleich irgendwas reinspringt. So, Helden hinterher. Und dann setze ich jetzt schon mal meine Clanburg-Hocks, damit die doofe Kanone hier auf der Ecke da weggeht. So, das sieht ganz gut aus. Die die tanken eigentlich ganz gut, die Golems. Im Moment noch. Im Moment zumindest noch. Oh, da ist Clanburg. Da ist Clanburg. Die muss ich giften. Oh, King schon vergessen. King schon vergessen, okay. Das war nicht so schlimm. Dann schicken wir hier jetzt die restlichen Hogrider rein ins Rennen. So, dann soll die mir hier die Mitte wenigstens entkehren. So ein paar wenigstens. Oh, da rennen aber ganz, ganz viele außen rum. Ah, das ist ein bisschen doof. Okay, mal sehen. Ich heile die hier nochmal. Ich muss die drei da heilen. Da sind auch noch zwei am X-Bogen. Okay, und wer geht denn jetzt eigentlich aufs Rathaus? Leute, ich brauche doch das Rathaus da hinten. So, da hinten habe ich nochmal einen Heil gesetzt. Oh, die Mitte ist entkernt. Queen geht in die Mitte. Das ist super. Queen geht hier in die Mitte. Das ist krass. Und so ein paar Hocks habe ich noch am Start. Allerdings haben die da eine Kanone vergessen da oben. Hallo, ihr habt eine Kanone vergessen. Ah, einer kümmert sich drum. Eieiei, oh, das ist eine knappe Sache, aber wir kriegen das Rathaus. Wir kriegen das Rathaus. Das Dunkle ist mir jetzt, ist mir das Dunkle eigentlich egal. Ich gucke mal, wo die hingehen hier. Die Jungs, oh, die gehen alle auf die Bauhütte. Meine Herren, ihr sollt doch auf. Okay, jetzt bewegt ihr euch endlich dahin. Zu dem zweiten Ort der Begierde, der nennt sich nämlich Dunkles und 66% haben wir. Ja, ich denke mal, das sind in jedem Fall die 10 Pokale, die uns jetzt noch gefehlt haben. Und jetzt kriegen wir auch das Dunkle noch weg. Wunderbar. Mir guckt einer zu, wer es auch immer ist. Herzlich willkommen bei mir, dem Toto Clashed. Im Clan übrigens nachtaktiv. So nachtaktiv sind die gar nicht. Wahrscheinlich bin ich der Einzige, der hier so hart nachtaktiv ist. Aber es ist ein schöner Clan hier. Ich bin hier rein, weil ich konnte mit dem Schief leider keine Clanspiele im Olymp spielen. Da habe ich nämlich ein Clanspiel angefangen. Habe dann gedacht, nee, ich gehe doch aus dem Clan raus. Habe das Clanspiel abgebrochen und konnte die Clanspiele nicht mehr spielen. Also, wer einmal ein Spiel anfängt und es dann abbricht, dann den Clan wechselt, der kann trotzdem nicht an den Clanspielen teilnehmen. So schlau bin ich jetzt auch. Und jetzt bin ich aber zurück in diesem Clan. Ich war kurz mal beim Herausforderer, also bei mir selber im Clan drin.
Und habe mir immer mal wieder ein Trüppchen gespendet und auch dem kleinen Toto mal ein bisschen was gespendet. Und deswegen vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ich werde hier natürlich die Clanspiele jetzt mitspielen, die nächsten. Und jetzt holen wir uns erstmal die 2000 Gems ab hier. Jawohl, Erfolg freigeschaltet. Ich mache aber trotzdem weiter, den trainieren wir mal nach. Und dann sind die 2000 Gems auch meine. League All-Star, become a Champion. Wir sind in der Champion League, jawohl. Wir sind drin, wir sind sogar ein bisschen drüber. Und wunderbar, 2000 Gems eingeheimst hier. Die Folge wurde jetzt ein bisschen länger. Aber dieses Clanburg-Drama hier, jetzt auch wieder, habt ihr gesehen? So ist ja auch der Titel des Videos, auch wenn, auf wenn wir hier Road to Champion gehen. Und ich fordere jetzt nochmal Truppen. Es sieht ja auch immer nett aus, wenn man dann fordert. Ne? Man ist schon mal in der Champions League. Ne? Ich würde sagen, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns, beziehungsweise wir hören uns in dieser Woche sowieso noch häufiger. Bis dahin, euer Toto. Clasht.